Herzlich willkommen beim Online-Videokurs mit dem Thema Ausweg aus der Pornografie. Dieser Kurs wird dir Hoffnung geben und zeigen, dass es einen Ausweg aus der Welt des Cybersex und der Pornografie gibt. Vielleicht siehst du dir pornografische Inhalte im Internet an und merkst zwar, dass es dir nicht gut tut, hast aber nicht die Kraft damit aufzuhören. Dieser Kurs wird dir Mut machen und kann dein Leben verändern. Es gibt einen Weg heraus aus der Pornografie. Es gibt Hoffnung und eine Zukunft vor allem ohne Pornografie. Sexualität zu entdecken für das, was sie eigentlich ist, abseits der Welt der Pornografie. Es kann aber auch sein, dass du indirekt betroffen bist. Dein Partner schaut sich Pornos an. Du verstehst nicht, warum er oder sie das tut und es verletzt dich. In diesem Kurs geht es darum, wie du auch Hilfe bekommen kannst und wie du deinen Partner in seinem Bemühen unterstützen kannst, mit Pornografie Schluss zu machen. Vielleicht bist du ein Elternteil und deine Kinder sind über Smartphone oder durch Schulfreunde mit pornografischem Material in Berührung gekommen. Und du möchtest nun wissen, wie man ein Gespräch mit seinem eigenen Kind gut führen kann. Vielleicht hast du Fragen wie, was kann ich tun, um mein Kind im Internet zu schützen? Auch diesem Thema werde ich konkret im Online-Videokurs ansprechen. Mein Name ist Philipp Pöschl, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder im Alter von 6, 14 und 16 Jahre. Auch meine Frau und ich müssen uns allen Herausforderungen, die es rund um das Thema Internet gibt, stellen. Sätze wie, alle Kinder haben ein Smartphone, nur ich nicht, kennen wir allzu gut. Ich werde in diesem Kurs aus meinem eigenen Leben über meine Erfahrungen mit Pornografie sprechen. Du wirst hören, wie ich mit dem Thema der Pornografie umgegangen bin und mit welchen Herausforderungen ich selbst konfrontiert war und wie ich schließlich Hilfe gesucht und bekommen habe. Ich werde aus meinem Leben erzählen, wie ich als 8-Jähriger mit Pornografie in Berührung kam und viele Jahre versuchte, aus der Abhängigkeit herauszukommen und wie es mir gelang, einen Ausweg zu finden. Pornografie ist kein Thema, mit dem nur eine kleine Minderheit zu tun hat. Bei 25% aller Anfragen im Internet geht es um pornografische Inhalte. Es stimmt zwar, dass vor allem Männer nach pornografischen Inhalten suchen, aber auch Frauen sind mehr und mehr davon betroffen. Sexualität ist etwas Besonderes, Kostbares und zutiefst Intimes, das die Erfüllung im geliebten Partner findet. Doch in der Pornografie wird die Sexualität losgelöst von diesen Dingen praktiziert und es lässt den Menschen schlussendlich leer und unbefriedigt zurück. Internetpornografie ist eine unechte, eine virtuelle Welt, die uns aber real angreift und verletzt. Unsere Websites hatten in den vergangenen 10 Jahren über 7 Millionen Webseitenaufrufe, was deutlich macht, dass wir es hier mit einem sehr großen Problem zu tun haben. Man kann fast schon von einer sich ausbreitenden Epidemie sprechen. Das war unter anderem ausschlaggebend für mich und mein Team, einen Online-Videokurs zu gestalten, um denjenigen Hilfe anzubieten, die nach einem Ausweg suchen. Der Kurs selbst besteht aus 13 Einheiten zu circa je 5 Minuten und behandelt die vorhin erwähnten Themen. Du bist ganz herzlich eingeladen, an diesem Online-Videokurs teilzunehmen. Dieser Kurs wird dir in deiner Situation helfen. Es gibt Hoffnung.